Hallo, im Mai hatten wir einen Porsche Cayenne auf der Bühne für den Unterbodenschutz. Und das ist eigentlich ein sehr gepflegtes Fahrzeug aus Baujahr 2010. Wie die Arbeiten verliefen, könnt ihr euch jetzt anschauen. Viel Spaß dabei! Die Reinigung mit Soda ist die Alternative zum Trockenheißstrahlen. Ich werde mal gefragt, ob ich mit Trockenheiß strahle. Das Problem ist halt, dass ein Unterboden zu reinigen mit Trockeneis mindestens 500 Euro kostet und das will dann wieder niemand bezahlen. Also ist die günstige Alternative hier mit dem Soda, was sicherlich auch ein sehr gutes Ergebnis bringt. Natürlich die Königsdisziplin wäre Trockeneis, aber das ist sehr, sehr teuer. Porsche ist immer sehr gut gepflegt worden von dem Besitzer, auch jedes Jahr von unten gereinigt und auch ja, mehr oder weniger versiegelt, auch in den Hohlräumen, das sieht man nachher, ist immer was reingesprüht worden, natürlich nicht lückenlos, aber dadurch ist der Zustand von dem Porsche wirklich noch gut. Natürlich sind hier gewisse Roststellen durchgekommen, aber das ist alles noch im Rahmen, gut behandelbar. Und entsprechend ist das dann auch vom Ergebnis, was man dann später sehen kann, wirklich ein sehr gutes Ergebnis geworden. Pulverbeschichten ist eine sehr gute Sache, aber nicht bei Teilen, die sich verwinden. Denn da entstehen Mikrorisse und da sammelt sich unten drunter das Wasser. Und man denkt immer, das ist schön schwarz und man ist ja, sicher und da ist ja kein Rost und nichts. Aber halt das Auge sieht dann, oder das geschulte Auge sieht dann, wenn da sich Blasen drunter bilden. Und weil durch die Mikrorisse ja das Wasser eingedrungen ist und logischerweise dann dieser Rost entsteht. Und durch Nadel wird es halt dann entsprechend sichtbar. Ja, und wir versiegeln das dann. Und dann ist es weg.
Der Roststoppprimer, unsere Zauberwaffe gegen Rost. Ja, hier sieht man, wie vorhin schon erwähnt, die Eintragungen von dem Hohlraumschutz, damit Spraydosen. Überall ist da mal ein Klecks, aber es hat auch sicherlich gewirkt und geholfen, wenigstens an den Stellen. Was man halt auch sieht, das kommt jetzt, dass am Boden da alles zusammengelaufen ist. Das ist eben das Problem von diesen Sachen oder von diesen Mitteln. Die halten halt nicht an der Seite, sondern hier schön zu sehen, fließen am Boden zusammen. Wie gesagt, das hat auf jeden Fall mit dazu beigetragen, dass es hier wenig Rost in den Hohlräumen gab. Also wirkt auf jeden Fall schon. Wenn man nichts tut, wäre es schlimmer. Und deswegen ist das schon mal sehr gut, eine gute Basis. Thank you.
nach der Trocknungszeit von dem Hohlraumschutz und auch den vorgestäubten ML, welches ein sehr stark eindringendes Kriechöl ist. Das geht halt auch in die Falze, die da überall sind. Weil es wird ja nur punktgeschweißt in der Herstellung und in den Falzen, das sind dann halt so ganz, ganz winzig kleine Hohlräume und die, wenn die nicht versiegelt sind, oder beziehungsweise die sind ja in der Regel nicht versiegelt und da kriegt halt Wasser rein. Und dieses ML, das kriegt halt überall rein und verdrängt das Wasser. Man muss halt nur die entsprechende Trocknungszeit abwarten und das ist ein super Rostschutz. Und hier wird dann dieses Kombivax deswegen, weil da Seilfett drinne, mit einer Airless versprüht. Und das ist ein sehr, sehr guter Schutz gegen die Umwelteinflüsse, Wasser, Salz und so weiter. Ja, also was ich sagen wollte, der Unterschied zum reinen Seilfett ist halt der, dass dieser Unterbodenschutz, dieses Kombivax, eine grifffest wird und entsprechend dann bei Reparaturen man sich nicht so einsaut wie jetzt beim reinen Seilfett, weil das Seilfett selber, das härtet nicht aus. Das wird halt nur durch Schmutz entsprechend ja, ein bisschen nicht abriebfest, sondern ja, fast grifffest. Aber sobald wie man dann drankommt, das ist halt Fett, das ist reines Fett. Und hier das Kombivax, das ist halt eine super Sache, dass es halt dann grifffest wird. Also, es ist vollbracht. Der Unterbodenschutz ist aufgetragen. Es muss ja noch entkleidet werden. Wir haben sehr, sehr viel bei dem abgeklebt. Das sieht man auch auf der anderen Seite. Da waren diese Klimaleitungen, die wir natürlich entsprechend vor dem Unterbodenschutz abkleben, damit das da nicht überall reinsaut. Auch die ganzen Aluminiumteile. Hier sieht man das schön, die ganzen Leitungen. Die Elektronik und so weiter. Das ist halt viel Fummelarbeit, aber ja, das sieht dann am Ende auch noch ganz gut aus und es macht ja alles auch Sinn. Ja, dann wird er noch zusammengebaut, was alles runtergebaut wurde, um entsprechend möglichst viel zu erwischen. Ja, und hier sieht man schön die Manschetten, die wir natürlich auch abgeklebt haben. Die sind nicht mit dem Unterbodenschutz in Berührung gekommen. Das ist halt so. Der Unterbodenschutz und die Mittel, die machen normal den Gummi und so weiter nichts aus, aber es sieht halt einfach schöner aus. Das Endergebnis, das kann sich sehen lassen.
Die Auspuffanlage, die erfährt bei uns auch noch eine besondere Behandlung. Die wird halt demontiert und entsprechend entrostet und mit einem Zink-Alu-Spray versiegelt. Und die ganzen glänzenden Teile, also so die Getriebe oder Motor und auch die Abdeck- oder Abschirmbleche, diese Hitzeschutzbleche, die werden versiegelt mit einem Denitrol 4010. Das ist ein klares, hitzebeständiges Wachs, was dann auch nochmal eine Versiegelung der Aluminiumteile vor den entsprechenden Korrosionen bewirkt. Ja, dann sage ich wieder danke fürs Reinklicken, fürs Zuschauen, danke für die Abos und die Likes und bis zum nächsten Video.